Hallo zusammen, es ist Samstagmorgen. Wir haben 9.15 Uhr am 31. Juli. Schönes Wochenende. Ich wurde gebeten, mal Filme zu machen oder Empfehlungen auszusprechen über Fraport und Telekom. Da war auch eine Nachfrage nach Prosus. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da habe ich einen Link zu reingestellt auf YouTube. Prosus habe ich in meinem Leben noch nie gehandelt. Ich glaube einfach, dass die Nachfrage von den Zuschauern zu klein. Sorry. Ich muss hier die nehmen, die von den Zuschauern mehr reklamiert werden. Und das ist jetzt zum Beispiel Telekom. Damit fange ich an und danach kommt die Fraport. Ich bitte um Verständnis. So, das ist die Telekom. Eine Kerze, ein Tag. Ich mag die Telekom. Die haben letzte Woche hat T-Mobile Zahlen gebracht. Überschuss von 8-mal so hoch wie im Vergleichszeitraum. Da sind wir bei 820 Millionen Euro. Im zweiten Quartal haben die 627.000 neue Verträge bekommen, revidieren ihre ganzen Zahlen nach oben. Also T-Mobile, das ist wirklich, das ist eine Cash-Cow. So sehe ich das. Haben das beste 5G-Netz in den Staaten und die wollen da richtig angreifen. Gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt der Chart nochmal von der Telekom. Wie gesagt, eine Kerze, ein Tag. Sie sehen hier verschiedene Linien drin. Ja? Einmal habe ich, das soll Gold sein, also zumindest habe ich das gelesen, dass das Gold ist, ich bin ja farbenblind. Das ist die Bewegung von 14,53 hoch zu 18,50. Und die inneren Fibos sind von 15, das sind die schwarzen hier, 15,90 hoch bis zu 18,50, weil die brauchen wir gleich. Also, was fällt mir hier auf? Die Telekom auf den ersten Blick hat hier so einen Dreifachboden. Das ist hier im Bereich 17,60 ungefähr. Oder 17,50, Entschuldigung. Einmal, zweimal, können wir auch noch nehmen, dreimal, dann wäre es ein Vierfachboden. Der ist wichtig. Der ist nämlich gleichzeitig das 38,2er Retracement von der inneren Bewegung hier. Von da, mit dem Hammer, bis hier hoch, bis zu 18,50. Jetzt sind wir genau im 38er. Mir fällt aber auf, das untere Band geht auf. MACD ist negativ, Stochastik ist negativ, gleitende Durchschnitte sind negativ. Ich denke, der wird sich dann noch mal ein bisschen durchwühlen. Jetzt ist die Frage, bis wohin. Das 50er Retracement interessiert mich auf den schwarzen Linien momentan nicht so sehr, weil es vom Chart her nicht besonders unterstützt wird. Aber gucken wir mal hier. Das ist das 61,8er und das ist bei 16,85. Gleichzeitig ist hier, man sieht es ein bisschen schlecht, gibt es zu, diese goldene Linie ist das 38,2er Retracement von dieser langen Bewegung, 14,5 zu 18,5, liegt auch hier. Ich habe hier, jetzt mache ich mal das Fadenkreuz raus, ich habe hier so eine schraffierte oder eine graue Linie, graue Box eingezeichnet. Das ist so eine komplette Comfortzone, eben bestehend aus 50er Retracement der langen Bewegung, 61er Retracement der kurzen Bewegung und ich habe hier verschiedene Chartpunkte. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Telekom diesen Dreifach- bzw. Vierfachboden nochmal unterbietet und geht dann darunter. Da nochmal unten rein. Und wühlt sich dann hier irgendwo fest. Grundsätzlich bin ich für Telekom recht positiv. Ich sehe die eher bei 25 als bei 10. Und muss aber jetzt mal ein bisschen abwarten. Kauf es, glaube ich, jetzt zu früh. Wird das hier eine Bodenbildung? Akzeptiert er den Vierfachboden? Oder geht er hier in das, was ich Comfortzone nenne, diese Kumulationsebene, wo also verschiedene Fibos aus verschiedenen Zeiteinheiten und Chart zusammenpassen? Die finde ich recht nützlich hier. Deswegen darunter muss ich auch einen Schein suchen. Für den Fall, den ich nicht erwarte, dass wir da sogar auch durchgehen, habe ich einen Schein ausgesucht, der ein bisschen weiter weg liegt. Und zwar hier unter dem 50er Retracement von der langen Bewegung. Das bei 16,47 und der Schein, den ich ausgesucht habe, ist ein 16,36er. Das ist die HR7 GRK. HR7 Gustav Richard König. Und das ist ein Open-End-Schein. Von der UniCredit. Gefällt mir gut. Der ist hier unten. Momentan ist es ein relativ kleiner Hebel von 15. Aber wenn sie hier ein bisschen reinwühlt, dann wird er natürlich dementsprechend aufgeblasen. Aber das sehe ich jetzt nicht, dass sie diese Bewegung hier machen. Ich möchte jetzt gerne erst abwarten. Montag, Dienstag, nächste Woche. Nehmen die den Vierfachboden an oder wühlen sie sich durch? Wenn sie sich ein bisschen durchwühlen, also große Angst habe ich da nicht, aber es ist jetzt einfach eine Frage des Timings. Deswegen da mal drauf achten. Das wäre der passende Schein dazu. Jetzt bei Fraport. Das ist der Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche.
Und als erstes gibt es natürlich hier diesen ganz langen Trend, den haben wir vom 5.2.2018. Da liegen wir so um die 65. Aber im Wochenchart gucke ich da zwar auch drauf, aber wir sehen es gleich im Tageschart, das ist ein bisschen deutlicher. Dann haben wir hier das Prä-Corona-Hoch. Da sind wir bei 71. Auch das sehen wir gleich nochmal deutlicher. Ich wollte eigentlich in den Wochenchart nur hier drauf kommen. Wir sind noch negativ über den Trendfolger und wir sind noch ziemlich im tiefen Bereich ohne Stabilisierung über den Oszillator. Aber schon recht tief. Das ist wichtig für mich, denn ich schaue jetzt hier auf den Tag mit euch. Das ist jetzt der Tag. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aus. Die schwarzen Linien hier sind die Fibo-Retracements von der langen Bewegung von 29,90 hoch bis zu 64,77. Das sind diese. Auf den ersten Blick, ich mache es mal ein bisschen größer. Ich habe auch gesehen, dass viele das auf dem Handy schauen. Das könnte ich überhaupt nicht mehr. Diese Linie hier, 51,46, ist das 38er Retracement von dieser ganzen Bewegung hier. Also wie gesagt, von rund 30 hoch bis zu 85, bis zu 64,50. Jetzt sind wir hier beim 38er. Das haben wir vor zwei Wochen gesehen. Da haben wir genau drauf aufgesetzt. Ich mache das hier nochmal raus. So, das ist eins. Dann habe ich die blauen Linie gesetzt. Das ist die letzte, ich nenne es innere Bewegung, von 41,30 hoch bis zu 64. Ja. Und jetzt tun wir uns das mal rein. Also wir wissen schwarz und wir wissen blau. Also, zunächst mal, die hatten ein schönes Hoch. Ich habe da auch irgendwann mal im Mai oder so, hatte ich mal einen Film gemacht. Da haben sie das hier gebrochen, diesen Punkt, bei um die 52, sind dann auch gleich hoch. Aber das ist jetzt schon lange her, Makulatur. Wir haben jetzt hier korrigiert, A, B, C. Was ich jetzt nicht noch extra reinzeichnen wollte, weil das einfach zu viel ist. Von dieser Bewegung hier runter, von 64,5 runter auf die 50, ganz knapp, ich runde leicht, ist das hier exakt die 50% Korrektur. Und wir machen einen Shooting Star. Der ist absolut gültig und wurde auch am Freitag dann nochmal bestätigt. Das ist kurzfristig ein bisschen negativ. Das passt auch zum Oszillator, der ein ziemlich frisches Verkaufssignal gegeben hat. Während der Trendfolger, ja, bei mir ist er leicht positiv. Ja, das ist ein bisschen verwirrend hier. Ich erinnere mich an die Zeit, was war das, März letzten Jahres, da war ich mal am Frankfurter Flughafen. Ich wollte mir das einfach anschauen, da war ich der Einzige drin. Außer mir war das nur noch so ein Herr mit einem, so diesem Auto, das den Boden wischt. Da war sonst nichts. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen, aber das war echt gespenstisch. Gut, wie dem auch sei. Also das hier bis da hoch ist genau das 50% Retracement von dieser Bewegung hier und wir haben Shootings da gemacht. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass sie sich nochmal hier irgendwo reinwuseln. Dann habe ich dafür, hier habe ich das war das 38er Retracement von der ganz langen Bewegung und ich habe hier direkt unten drunter das 61er Retracement von dieser Bewegung. Deswegen ist das hier alles, denn hier liegt auch das untere Band, hier liegt die 200-Tage-Linie, ist das hier diese Comfort-Zone, die geht von 50 hoch bis rund 51. Da, glaube ich, gehen sie nochmal rein. Wir sind alle Reisebranche, Hotelbranche, Flugbranche, das ist alles nicht so toll momentan, klar. Aber ich glaube dennoch, mit Blick auf den wöchentlichen Chart vom Anfang von dieser Analyse, die finden hier jetzt irgendwo einen richtig schönen Boden. Also ideal wäre nochmal ein Eintauchen in diese Marke, nochmal kurz unter die 50 und dann hoch. Ich habe mir für meine Watchlist folgenden Schein ausgesucht. Das ist dieser hier, ein 47,18er. Da liege ich noch unter dem langen 61,8er Retracement von der langen Bewegung. Ja. Lege ich also hier drunter und zwar mit 47,18. Das ist ein Open-End-Schein von der UniCredit mit der Nummer HR5U24. Im Moment, seht ihr hier, hat der keinen besonders tollen Hebel, 7. Ja. Aber wenn die hier ein bisschen nachgibt, dann wird er dementsprechend steigen. Also ich denke, dass diese Zone hier halten wird, traue mich dennoch nicht zu nah ran und habe auf die Watchlist genommen diesen Schein hier. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.